Mitch Kniat, 0:0 beim 1. FC Saarbrücken, ein Spiel überschaubar. Insgesamt zufrieden jetzt mit dem Punkt oder ärgern sich, dass nicht drei geworden sind? Nee, ich bin absolut nicht zufrieden mit dem Punkt. Ich glaube, wir sind nicht gut in die Partie reingekommen. Am Anfang hat der Gegner direkt mal ein, zwei Ecken gehabt, die ein bisschen gefährlich geworden sind. Dann haben wir uns kurz vor der Halbzeit wieder gefangen und hinten raus waren wir dann schon ein bisschen überlegen, aber nicht so zwingend überlegen, wie es hätte sein müssen, um ein Tor zu erzielen. Ich hätte gerne ein Tor mitgenommen, weil ich glaube, wenn ein Tor fällt, gewinnst du das Spiel. Und den Vorwurf müssen wir uns auf jeden Fall gefallen lassen. Die Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert. Ich hatte so ein bisschen Saarbrücken. Erste Halbzeit fand ich ein bisschen besser. Zweite Halbzeit war Arminia aktiver, hatte aber auch nur so eine richtige Chance, wo man sagt, Mensch, die könnte sitzen. Das war der Oppi-Schuss, den der Torwart gut gehalten hat. Ja, genau. Also ich würde auch gerne eine Torchance nehmen, die zum Tor führt. Leider haben wir ja das Glück gerade nicht. Und trotzdem war es dann hinten raus auch so, dass wir nichts zugelassen haben. Und das muss man natürlich auch positiv herausstellen. Aber trotzdem mit der Offensive bin ich absolut nicht zufrieden. Defensive steht, das ist das Positive. 4 Punkte jetzt geholt vor der zweiten Länderspielpause. Welchem Gefühl gehen Sie da rein? Kontakt zur Spitze ist ja da. Ja, genau. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir Kontakt zur Spitze haben. Trotzdem nerven mich immer so Spiele, wo man sagen kann, okay, mit ein bisschen mehr vielleicht hätte man noch 3 Punkte mitnehmen können, weil dann sähe die Tabelle noch schöner aus. Und trotzdem heißt es jetzt, okay, alles klar, wir müssen das Pokalspiel jetzt gewinnen gegen Soest und danach runterfahren und danach ganz, ganz schnell wieder hochfahren. Okay. Mensch, Knie, schöne Länderspielpause. Danke, auch so.